Ah, Betty. Schön, dass ihr da seid. Hi, Betty. Ist das zu fassen? Die Steakhouses geben eine Party. Das ist es also, das süße Leben? Ja. Und ich dachte, Sie wären ein ganz normaler Architekt. Oh nein, an mir ist gar nichts normal. Wer war diese Bekannte von Martha? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ist mir auch egal. Hallo? Erinnern Sie sich an mich? Sicher. Aber ja, hi. Was führt Sie hierher? Ach, ich komme am Wochenende gern raus aus der Stadt. Ihre Frau ist in der Arbeit? Ich bin dir vom Büro aus gefolgt und hab dich gesehen. Mit deiner Hure. Ja, genau! Geh nur zu ihr! Hau doch ab! Ich werde mich scheiden lassen, Clara. Aber wird dich das glücklich machen? Ist es was anderes, jemandem den Tod zu wünschen, als daneben zu stehen und es geschehen zu lassen? Und ob das was anderes ist? Stackhouse hier? Ist da Walter Stackhouse? Ja. Ihre Frau, mein herzliches Beileid. Können Sie sich vorstellen, wieso Ihre Frau Selbstmord begehen sollte? Clara! Nun, sie hat es früher schon mal versucht. Nach der Arbeit ging sie direkt nach Hause? Ja. Mr. DeFries sagt, er hätte sie an der Raststätte gesehen. Ja, das ist er. Ich vergesse nie ein Gesicht. Ich bin Claras Bus nachgefahren. Warum auch immer. Walter, du machst mir Angst. Ich habe wirklich nichts getan. Sieh mich einfach an und schwöre mir, dass du nichts getan hast. Ich habe vielleicht drüber nachgedacht. Vielleicht solltest du dir mal eine Zeit lang freinehmen. Was soll das heißen? Ich komme der Wahrheit immer näher. Ich habe nichts getan. Es gibt keine Beweise. Ich krieg das, was du gesagt hast, nicht mehr aus dem Kopf. Ich stelle mir vor, dass sie nicht mehr da ist. Ich habe Clara nicht getötet! Das Glück ist ihnen nicht gerade halt, hm? Huh?